Hallöch, meine Freunde, und damit herzlich willkommen einmal wieder hier zurück zur LS 17 Opfer. Wir müssen zwischen den Folgen aufnehmen, ich sag's immer. Den Garderobe. Ohne R, bitte. Wie infos.de oder wie ist der genau? Den Werner. Hallo. Mit meiner Wenigkeit. Ansgar wird immer vorgestellt, so richtig so. So, ich hab doch gerade gesagt, den Ansgar. Wahlweise auch mit K gespielt. Manchmal auch mit K, manchmal auch mit G geschrieben. Je nachdem, ich hab schon sämtlichste Qualifikationen da gesehen. Aber da ja so ein Thema gefordert worden ist, ja, so. Bitte. Problem, was ist da los? Allerdings mein Themenkatalog abgearbeitet ist, muss man ja auch mal dazu sagen. Und ich selbst meine persönlichen Anekdoten. Anekdoten. Jetzt hab ich nicht gekriegt. Ich wäre ja dafür, dass der Ansgar nur eine Anekdote erzählt. Warte mal, wartet mal. Wir haben doch eine. Nee. Warte mal kurz. Geht ready? Nee. Ich suche jetzt gerade irgendwas und. Warte mal, du bist jetzt an. Nee, warte mal, wo ist denn. Hat heute irgendjemand schon von euch was direkt verkauft? Nee, habt ihr nicht gut. Direkt? Nee. Ein paar Schilder haben wir verkauft. Ja, aber das gilt ja nicht von der anderen. Nee, okay. Warum hast du Einnahmen? Ja, ich habe Einnahmen. Welche? Und über Ernte, hab ich auch gerade geguckt. Ach, kommst du an uns über. Wie viele waren das ungefähr? Guck doch nach in der allgemeinen Statistik. Hast du nicht genommen? Die habe ich nicht genommen. Alter. Alles gut, warte. Aber warte, ist das in diesem scheiß MP-Manager vorher drin? Nein, ich mach das wirklich, kein Problem. Hä? Es sind ganz viele verkaufte Schilder drinnen. Plus einmal, soll von euch sein, verkaufte Milch ist einmal drinnen. 13.700 Euro. Lies bei euch, würde ich mal sagen. Milch ist Gift. Ach, das kommt hier neu, jetzt verstehe ich. Könnt ihr euch abholen, Jungs? Ne, die sehe ich aber und sie sehe ja nur Minus. Bei mir steht Plus. So. Warte mal, ich habe jetzt hier Einnahmen, die habe ich jetzt geplayed. Confused we are. Was? Aber wir haben noch offene Positionen über 2K. Was ich nicht verstehe, was ist ein Sonstiges? Ja. Sind das die Schilder oder was? Das könnte mein Privatjet sein, den ich mir verkauft habe. Ja, für 20 Euro bist du ein guter Geschäft. Ja, aber schon mal hole. Habe ich mir die jetzt hier geclaimed oder jetzt habe ich mir die geclaimed? Okay. Verstehe. Hast du geclaimed? Ja, wir müssen das, was wir verkaufen, dann im Tool für uns dann claimen, was uns gehört. Weil das wird erst in diesem Tool zwischengelagert. Ich wäre dann auch da. Weil ich habe mich jetzt hier gewundert, wo die Kohlen sind. Du musst kurz zum Arbeiten fahren, damit er weiterverkaufen. Aber Milch sehe ich dabei, Schwitze. Aber ganz ehrlich, Milch sehe ich dann nicht. Also entweder ist es eure, aber kann doch nicht eure sein, aber sehe ich dabei nicht. Ansgar, ich kann nicht weiterfahren. Gott. Der Ansgar ist zu schwer. Hast du ein Frontgewicht dran? Ja, aber guck mal, alle Reifen. Du Scheiße, komm, ich hol dich raus. Ja, warte, ich versuch mal. Ich hab so ein schweres Ding dann. Oh mein Gott. Was ja? Nee, gar nichts. War einfach auf Gefühl. Ah, doch, da ist er ja. Da ist er ja wieder. Ja, willst du vorfahren? Ich weiß nicht, wo es lang geht. Wo müssen wir lang? Keine Ahnung. Ah, hier, bestimmt hier. Doch, der Anführer. Ah! Mann. Ich bin geschoben. Läuft bei uns hin. Ich habe einen Kommentar gelesen, es sei manchmal haarsträubend, mir bei manchen Fahrmanövern zuzuschauen. Ich weiß spätestens jetzt auch, was gemeint war. So, also hier ist auf jeden Fall wieder ein bisschen Weg. Boah, der schiebt unglaublich, der andere. Ja, das Ding ist schwer wie Teufel. Alter, ich bremse voll im Irre. Ich komme nicht. Das gleiche Problem wie du gerade. Ich komme nicht dahin. Ist der Allrad an? Nee. Mach mal Allrad an. Vielleicht geht das noch. Ah, ja, geht noch. Geht hier schon an. Alter, Alter. Ich muss das mal markieren hier. Fahren. Oh. Also ich weiß nicht, ob es ganz die richtige. Also es muss schon ungefähr so sein, aber. Ja, ungefähr ist okay, ja. Wir fahren mal in den Ort rein. Komm. Ich muss by the way tanken, ich habe noch 40 Liter. Oh. Habt ihr auch so viel Spaß? Wir haben genauso viel Spaß. Ne? Ich habe jetzt Zeug verkauft, hat Kohlen gebracht. Ja. Stopp. Wie spinnt er das hier? Was steht denn da? Oh, hier gibt's Pilze. Ja, ich weiß. Aber was für welche? Ein bisschen Pilzsammler. Wenn du einmal reinschmeißt, ist die Pfanne voll. Mit einer Kettensäge. Ich hab nichts anderes bei. Gut, wir fahren weiter. Läuft bei euch, ne? Also.
Absolut. Ja, Zack bei uns eher, ne? Weißt, dass wir gleich nach links runter müssen? Hm? Weiß nur noch nicht ganz, welchen Weg wir da einschlagen, aber ich fahre dir mal hinterher. Richtig, ja. Oh. Offroad. Stopp! Da war ein Weg. Oh, wir sind wieder on the road. Nee, also hier werde ich aber wahnsinnig mit. Ich muss da mal irgendwas anschaffen, das geht so nicht. Jojo. Muss mal anschaffen. Ja, wie gesagt, ich schrubb das. Ich schrubb jetzt eh da den ganzen Raps weg. Also von daher kannst du jetzt auch von mir aus was gelten. Also ich glaube, das sollten 4 mal 4. Das, warte, was ich ja, kaufe, wird nicht so. Also, es wird jetzt nicht für die Welt. Ich glaube, nein, wir sind ja. Über einen Daumen 200.000. Also, 200.000 sollten wir. Ach so, ja, dann. Dann ist ein Radler da drin. Dann ist der Radler da drin. Wie bist du da jetzt drauf gekommen? Ich weiß es noch nicht, aber da muss ich erst verkaufen. Finanzspezialist. Peter Zwegert ist wieder da. Ist am Start. Warte mal, dann haben wir 6. Also, jetzt nicht. So, und dann. Aber vielleicht noch hier zum Thema, obwohl das, denke ich mal, jetzt auch noch keiner gesehen hat. Weil der ist ja geil. Entschuldigung. Weil das ist jetzt auch aus dem Aufnahmetag rausgekommen vom Herrn Draschbacke. Und zwar hat... Was, Draschbacke? Trashback. Achso, Trashback. Draschbacke. Ja, von Felix Bahr. Das Video habe ich mir heute schon angeschaut. Ah, das hast du dir schon angeschaut. Ja. Warum geht's da denn? Weil wir heute noch darüber geschrieben haben. Was, also, Felix Bahr? Achso, okay. Nee, über das Thema, was da eingesprochen wurde. Achso, okay. Ja, für Werner, ich habe das jetzt auch nur von Draschbacke kurz zusammengefasst genommen. YouTube hat in einen Livestream, also YouTube vor. Ja? Ja, nee, mach's mal. Achso, dieser YouTube-Kanal YouTube for Creators oder Creators Tube oder YouTube for Creators, whatever, ist ein eigener YouTube-Kanal, im Endeffekt, der von YouTube betrieben wird. Und da saßen halt 3 solche Hanseln, die wo irgendwelche hohen Positionen mit YouTube haben, obwohl sie nicht so danach aussehen. Und die haben halt über dieses neue YouTube-Gaming-Update da geredet, ne, wegen Livestreaming. Man kann jetzt irgendwie, wenn man jetzt bei YouTube oder Livestreaming geht, hat man jetzt so einen Reiter Kamera neu. Das ist ganz cool, da kannst du jetzt einfach deine Facecam aufnehmen, kannst du mit live gehen, ne? So komplett, ich weiß auch nicht, Blödsinn halt. Und irgendwie so ein Update, dass du jetzt diesen Unterstützer-Dings auf deinen kompletten YouTube-Kanal hast, aber das ist irgendwie aktuell nur so für Ausgewählte. Aber das habe ich bei Tutopolis gesehen. Genau. Du auch? Ich auch. Und Alter, ich bin in meinen Kanal rumgegangen und wollte wissen, Randy, Alter, freigeben bitte. Achso, ja. Und da habe ich gegafft und denke, wo ist denn das? Ich will das auch haben. Nur für den, ne? Nee, ich habe auch schon andere YouTuber. Also bin da mal weiter gescrollt auf andere, so auf Ami-YouTuber, und die hatten das auch. Und da hatte ich mir gedacht, naja, ich habe doch nicht alles da, musste mal eben vom Netzwerk anhauen und mal nachfragen, was da Phase ist. Und, Hoch 2, bitteschön. Und, genau. Und über dessen, ne, ging es dann halt so darum, und irgendwie im Endeffekt, um es kurz zu fassen, ich halte mich schon wieder viel zu lang, die saßen dann halt dort und haben halt so gesagt, ja, wir werden, gerade auf den Livestreaming-Aspekt gesehen, nicht allen Zuschauern diesen Feed senden, dass man live gegangen ist, sondern nur diejenigen, die die Glocke aktiviert haben und die aktive Zuschauer sind, um nicht die anderen damit voll zu spammen. Und das so mit einer, wie soll man sagen, mit einer Selbstverständlichkeit, dass man so sagen kann, das ist vielleicht gar nicht so weit hergeholt, dass es auch für die normale Abo-Box von YouTube außerhalb von Livestreaming der Fall ist, dass sich YouTube sagt, ja, wir schicken den Feed nicht an alle raus, sondern nur an die, die die Glocke aktiviert haben und die den Kanal oft schauen. Den Rest lassen wir halt außen vor. Das ist auch so, und das ist schon seit Jahren so. Das kam heute auch schon an anderer Stelle mal auf das Thema. Und der Hintergrund ist einfach der, YouTube ist halt ein finanzoptimiertes Unternehmen. Das heißt, sie gucken sich genau an, welche Kanäle schaut jemand und wie lange schaut er danach noch weiter. Wenn wir ihm was zeigen, guckt er sich das an. Wenn ja, wenn wir es ihm zeigen, von welchem Kanal guckt er sich das an. Und wenn man dann irgendwie so 40 Kanäle abonniert hat, dann würde ja auch so eine Abo-Box oder so eine Feed-Seite, die wird ja auch sehr unübersichtlich. Und da ist YouTube halt so freundlich und sucht jetzt erstmal für dich die Inhalte aus, von denen der Algorithmus meint, das sind jetzt die, wo du dann am längsten dran bleibst. Ich finde das sehr nett von YouTube und so uneigennützig vor allen Dingen. Ja, ja. Aber das ist schon so und das ist auch schon länger so.
Aber das mit dieser Glocke und so weiter und so fort, das haben die ja erst später eingefügt. Also die Glocke, ja. Es hieß also immer, wenn du die Glocke aktivierst, dann kommt es immer, aber das ist auch nicht korrekt. Also YouTube ist da nicht, auch nicht sehr transparent, aber jetzt schön, dass sie es jetzt auch mal gesagt haben. Dass ich nicht immer dastehe, als würde ich irgendwelchen Leuten falsche Ratschläge geben. Aber ich fand das halt sehr erstaunlich, mit welcher Selbstverständlichkeit, ja, die das ja, weil wir schon ewig machen. Ne? Ja, weil die schon ewig machen. Und jetzt einfach mal drüber sprechen. Ja. Aber erklären können sie es trotzdem nicht. Ne? Also wir können jetzt nicht hingehen und sagen, so viel Prozent und so lange muss geschaut werden und so. Das können die einfach nicht, ne? Weil das einfach so ein komplexer Algorithmus ist. Ja. Aber interessant, dass das jetzt gerade jetzt öffentlich kommt. Finde ich gut. Finde ich sehr bedenklich, weil ich sag mal, YouTube, ich finde es so schön, dass mir YouTube diese Plattform und den Speicher dafür zur Verfügung stellt und alles, aber ich würde dann schon selber noch frei entscheiden, wer von den Leuten, die mich abonniert haben, meine Inhalte sieht und wer in Anführungsstrichen nicht. Ja, und, also, ob die das auch alle dann sehen oder nicht. Ja, ja, das meine ich. Also ich, ja, da hätte ich gern keine Hilfe von YouTube, die dann sagen, ja, der Teil sieht das und der andere Teil nicht. Weil ja, sobald die auf Abonnieren geklickt haben, ist meiner Meinung, wenn ich einen Kanal abonniere, habe ich Interesse an dem Content von dem Kanal. Ne? Also ob das nur im Format ist oder alles, sei ja mal dahingestellt, aber ich habe Interesse an diesem Kanal. Und da würde ich dann auch von YouTube Seite aus bitten, dass die mir dann auch Benachrichtigungen darüber geben. Wenn mir der Kanal auf den Senkel geht, dann kann ich den ja auch wieder deabonnieren. Ne? Ja, aber das ist das Ding. YouTube hat ja auch eine Zeit lang auch Abos entfernt. Wenn sie gesehen haben, du guckst das nicht mehr, entfernen sie das aus deinen Abos raus. Und auch dann wunderst du dich, wo sind meine Zuschauer hin? Und YouTube hat die einfach rausgelöscht. Und Zuschauer merken das ja auch nicht. Du gehst ja nicht jeden Tag und kontrollierst, ob die ersten Abos noch aktiv sind. Machst du ja nicht. Naja. Obwohl, ich sag mal, obwohl da muss ich sagen, klar, YouTube ist ja im Allgemeinen sehr intransparent, was das angeht, aber nach welchen Kriterien die halt Abos löschen? Ich meine, wenn jetzt wirklich ein Kanal oder ein Dings da ist, der hat halt, was weiß ich, vor 2 Jahren abonniert und hat vor 2 Jahren das letzte Video geguckt, dann habe ich ja nichts dagegen, dass solche Art Leichen entfernt werden. Aber jetzt ein Dings, der jetzt sagt, okay, ich habe ihn damals abonniert wegen YouTubers Live 1 und jetzt kommt YouTubers Live 2 raus und da freue ich mich schon wieder, das bei denen zu gucken. Das ist halt 6 Monate. Und das Abo ist auf einmal weg. Und, und dann ist das Abo auf einmal weg. Ja, ja. Weißt du? Oder halt einfach nur Leute, die halt wirklich nur ab und zu, was ist, eine Woche eh oder zweimal reingucken. Wie das YouTube dann handhabt. Die dann sagen, ja, ist nicht aktiv, komm, tschüss. Oder das wäre schon mal schön oder netterweise zu wissen, aber ich glaube, das ist so ein Gedanke, den kannst du lange nachher träumen. Vorher würden die sich eher, keine Ahnung, verbuddeln. Und geklemmt. Musst du das auch claimen? Meine Verkäufe jetzt hier? Und die hier auch? Die ich jetzt hier unten habe? Ich weiß nicht, hast du jetzt irgendwas? Ich habe was gemacht, was eigentlich über Zeit Geld bringt, ja. Sehe ich jetzt aktuell in der Statistik nicht. Also von daher wird es entweder anderes eingebracht haben oder es geht automatically. Deswegen. Na gut, jetzt haben wir noch 2 Minuten Zeit, um natürlich auch die Meinung der anderen zu... Genau, was denkt ihr beide dazu, dass YouTube seit längerer Zeit und jetzt auch noch wirklich es aktiv auch zugibt und bei Livestreams im Besonderen redigiert, wie man so schön sagt? Werner, ich überlasse dir den Vortritt. Ich weiß tatsächlich nicht, was ich davon halte. Man irgendwo... Einmal speziell davon reden, dass diese inaktiven Benutzer da gelöscht werden, oder die inaktiven Abos da gelöscht werden. Was ich mal ganz, wie soll ich sagen, was ich tatsächlich begrüßen würde, ist, wenn YouTube die Doppel-Accounts endlich mal löschen würde. Das haben sie ja auch mal von gesprochen, aber das ist auch noch nie passiert, oder? Ja, sind sie aber jetzt dran. Sache, wo ich denke, Alter, es gibt mit dieser Leute, Zusammenlegung. Ja, genau. Die da, weiß nicht, wie viele Accounts gemacht haben, um da irgendwie sich gegenseitig zu abonnieren und so weiter, dass die endlich mal gelöscht werden. Da kann nicht sein, dass du mit einer Adresse da 15 Accounts gemacht hast. Oder noch mehr. Ja, Hausnummer. Das würde mich tatsächlich mehr freuen. Aber gerade jetzt die Selektierung der Abo-Box, von da jetzt aus, der Abo-Box, also das Abo-Feed. Ja, aber das ist also, dass ich das, nur das YouTube dir selektiert oder deinen Zuschauern selektiert, okay. Du guckst den Kanal sehr aktiv, du siehst das jetzt und du guckst da zweimal rein, weil du noch was anderes zu tun hast, du siehst das nicht. Das ist kacke. Ja, muss man. Das ist kacke. Aber ich finde es halt interessant, wie YouTube den Creatoren, die Plattform groß gemacht haben, regelmäßig in den Arsch tritt. Ne? Also, das ist irgendwie was Merkwürdiges, eine merkwürdige Situation.
Ja, kann man machen, ist aber dann halt scheiße. Festgefahren, ist auch scheiße. Also dieses Ding mal wirklich so sein, wie Flashback das auch sagte. Die haben zwar von der Theorie Ahnung, aber von der Praxis haben die keinen Schimmer. Was ich eigentlich nicht so verstehe, weil gerade gut, YouTube ist ein Riesenunternehmen, würde ich jetzt mal das behaupten, mit weiß ich wie vielen Tausenden oder Zehntausenden von Mitarbeitern. Aber da muss es doch wirklich mal irgendeine Fachabteilung geben, die sich mit der Kundensicht auch befassen. Oder von mir aus das Marketing oder irgendeiner muss sich ja aus Kundensicht, Kundensicht befassen. Ist es ja Kundensicht sind die Werbetreibenden und nicht die YouTuber. Ja, ja. Ja gut, dann halt die Arbeiter auf dieser Plattform, was weiß ich, wie was wir für YouTube sind. Also professionell ausgedrückt, was sind wir? Wir sind keine Kunden, was sind wir? Content Creator. Ja, Content Creator, na gut. Ja. Aber wir bringen denen ja in dem Sinne Geld ein. Ja, wir sind zwar Mittel zum Zweck, aber wir sind auch der Grund, warum diese Firma Geld verdient. Deswegen muss es da ja irgendwie eine Gruppe geben, die sich da irgendwie befestigt und auch weiß, wie das da läuft und was die machen und so weiter und so fort. Wäre ja eigentlich das einzige Konsequente daran. Aber das vermisst man da öfters mal. Also ich kann nur sagen, dass gerade so in Netzwerken wie dem unseren da sehr viel Gehör geschenkt wird, wenn wir da Feedback geben, weil wir halt nicht so eine Massenveranstaltung sind wie andere Netzwerke, sondern auch sehr direkt mit den Partnern zusammenarbeiten, die das supporten und unterstützen. Du merkst halt auch immer, dass das insgesamt in dem großen Werk YouTube nur ein Rädchen ist. Ja, da geht dann halt doch eher die Angst um, dass sie dann wieder so mega Werbekundendeals wie damals bei irgendwelchen Skandalen verlieren. Und regelmäßig dann ist dann halt eher die Kommunikationsreihenfolge so, ja, aufgrund der Werbemarktsituation, um es mal ganz plump zu sagen, machen wir das jetzt so und so. Das ist mal sehr hart ausgedrückt, ne? Also da sieht man schon halt, wo die Prioritäten liegen. Jetzt, wie gesagt, gerade hier für unser Gaming, da sind wir halt sehr stark auch dann immer am Argumentieren und machen am Tun. Ich kann ja jetzt keine Internas ausplaudern, aber ich kann nur so viel sagen, dass auch sehr viel Kommunikation stattfindet. Ein einzelner Partner ist halt wirklich eine sehr kleine Nummer bei YouTube, aber ne, gerade so ein Netzwerk ist dafür ja auch da, um das auch zu vertreten. Und zum Beispiel, wenn so neue Features kommen, gibt es dann auch, sagen wir mal, dass wir das 2, 3, 4 Monate vorher wissen und auch oder vorgestellt bekommen in so einem Livestream oder im Hangout-Katastrophe. Und dann auch erklärt werden, Dinge, die wir auch nicht kommunizieren können, was dahinter steckt und was die Idee dahinter ist und wie das, was lädt so, ist Server kaputt und so weiter, wie das kam. Und wenn die das so vortragen, dann klingt das immer erstmal nach ganz tollen Ideen. Und dann, wenn man denen aber dann die weiteren Implications da einfach mal unter die Nase reibt, dann kommt ja, oh, ne? Oh ja, das passt unser BWL-Marketing-Sheet ja gar nicht rein, ne? Und das ist halt, ja, da manchmal, da hast du schon recht, treffen auch Welten aufeinander, aber ist auch gut so. Manche Dinge haben sich da auch schon zwischen der Vorstellung, dem Release an Features geändert. Ich sag mal, Stichwort YouTube Gaming ist zwar immer noch nicht vernünftig geworden, aber das war mal anders geplant. Das war noch schlimmer. Aber naja. Ja, haben wieder viele interessante Dinge erfahren. Habe ich auch moderiert? Ich habe auch moderiert. Gut. Ja. In dem Sinne, ja, moderiere ich auch wieder ab. In dem Sinne, nochmal in dem Sinne, das Däumchen da lassen nicht vergessen. Bei den anderen vorbeischauen. Immer direkt auf den Kanal schauen, ja, wenn es euch da wirklich am Herzen liegt. Glocke aktivieren. Ja. Ja. Nicht so viele Kanäle abonniert haben. Genau. Ich habe jetzt erst vor kurzem auf Twitter einen gesehen, der hat gesagt, ey, hier, danke Abo-Box, nimm nur ein Video von denen und denen. Obwohl ich 240 Abos habe, also Alter, abonniert habe, wollte ich also unten drunter schreiben, aber hab's dann gelassen. Aber was und, ihr mal probieren könntet, ist, wenn ihr das wirklich feststellt, also ihr wollt mal wieder den Randy jeden Tag sehen und habt das nicht in Abo-Box, ihn deabonnieren und nicht wieder abonnieren. Nein, und dann neu abonnieren. So. Einfach nur zu gucken, das funktioniert. Also das war mal, weil der Kanal dann der Prio wieder nach oben rutscht, aber ich glaube, mittlerweile merkt sich YouTube selbst das und ordnet dich dann wieder unten an, in Anführungszeichen. Aber wir brauchen Gras. Ja, später. Oh. In der Pause. In dem Sinne, bis zum... Ganz schön schlecht eigentlich. Bis zum nächsten Mal, Däumchen da lassen. Tschüdelü. Däumchen wäre Träumchen. Tschüss. Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tipeee, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeg. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderul.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.